Weil vielleicht will ich mich eben auch noch zuerst schnell vorstellen. Ich habe 1984 an der ETH Lausanne den Bauingenieurdiplom gemacht. Nachher war ich 4 Jahre beim Professor Natter im Holzbau an der ETH Lausanne tätig. Und da ist ein Forschungsprojekt namens Catwork vorbeigegangen. Das konnte ich übernehmen und habe da draußen eine Firma gemacht im 89 und seither mache ich Catwork. Voilà. Die Firma Catwork, wie man hier sieht, besteht Stand heute mehr oder weniger aus 2 Abteilungen. Wir haben eine Holzbauabteilung, aus der das Catwork ursprünglich entstanden ist, und wir haben eine Ingenieurabteilung. Wenn man mal schaut, in der Ingenieurabteilung ist vielleicht interessant zu wissen, dass wir ausschließlich in der Schweiz tätig sind. Bis heute war das fast zwingend, weil aufgrund der Schweizer Normen ist die Schweiz ingenieurtechnisch eine Insel. Das wird sie aber nicht mehr lange bleiben, weil mit dem IFC kommt die Globalisierung auf uns zu, wie ein Tsunami, und wir werden jetzt dann sehen, wie das weitergeht. Also im Moment sind wir noch nur in der Schweiz tätig, aber es ist anzunehmen, dass wir ins Ausland gehen müssen, weil die ausländischen Software in die Schweiz kommen. In der Schweiz haben wir es, im Tiefbau sind wir die Nummer 1 und im Hochbau sind wir Nummer 2, was die Installationen angeht. Die Abteilung Holzbau, die ist international, weil da gibt es keine Normen. Das geht darum, auf eine Abbundmaschine zurückzugreifen, und die sind auf der ganzen Welt fast die gleichen. Respektive, es gibt einfach keine Landesnormen, und im Holzbau haben wir in etwa 20.000 Lizenzen. Also Sie sehen, die Holzbauabteilung ist im Prinzip schon ein recht Stück größer und wir haben etwa 110 Mitarbeiter. Wenn man jetzt mal schaut, heute haben wir noch diese 2 Abteilungen, aber es ist eine 3. Abteilung, die ist dazukommen. Das ist die Abteilung Bauunternehmer, wo wir zusammen mit der Firma ABBF versuchen, die Bauunternehmer Richtung CAD zu pushen, die momentan eigentlich kein CAD haben. Also es gibt praktisch keine Zeichner bei den Bauunternehmern, aber das wird mit dieser ganzen BIM-Geschichte auch ändern. Da wird über kurz und lang, wird da kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich glaube, so viel kann man sicher sagen. So, jetzt, da alle bisher gesagt haben, was BIM ist, sage ich jetzt halt auch nochmal. Wie ihr sehen werdet, habe ich noch eine 3. Variante. Weil wenn mich einer fragt, was BIM ist, dann sage ich, BIM heißt 3D-Modelle. Das ist von den vorhergehenden sehr wahrscheinlich als selbstverständlich erachtet worden, dass BIM 3D heißt. Oder eben auch nicht, wie auch immer. Tatsache ist, ich würde sagen, über 95% unserer Kunden, die machen momentan mit 2D-Software arbeiten, die machen 2D-Pläne, das Ganze ist ein PDF und so wird gearbeitet. Und BIM, wo jetzt alle unsere Kunden auch, jeden Tag kommen sie BIM, 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 das heißt, dass jetzt eben 3D-Modelle hin und her zirkulieren und keine 2D-Pläne mehr. Und wenn man 3D-Pläne hat, dann kann man auch einer Wand sagen, das ist eine Wand, eine Decke ist eine Decke und so fort. Und weil es ist also Bauteil respektive Element basiert, anstatt vorher im 2D waren es etwa Schraffuren. Also für mich heißt das BIM. BIM heißt also wirklich, das Allerwichtigste ist dieser 3D-Aspekt. Wenn einer sagt, ich mache BIM ohne 3D, dann hätte er auch schon vor 20 Jahren BIM machen können. Alles, was wir gemacht haben bisher, war in dem Fall auch BIM. Aber der Unterschied, vor 20 Jahren hat niemand von BIM geredet. BIM ist für mich einfach 3D, 3D, 3D. Gut, jetzt wollte ich einen Vergleich machen, BIM-Hochbau und Tiefbau, einen kleinen. Wir sehen, dass beim Hochbau haben wir eine IFC Norm 4, die ist publiziert, die wird gebraucht. Im Tiefbau haben wir eine IFC Version 5, die angekündigt ist auf UNGRAD 2020. Mein Vorredner hat das sehr schön gesagt, dass da die Bauteile einfach fehlen im Tiefbau. Also man muss sich da tricksen und machen und tun. Und im Moment, BIM im Tiefbau geht eigentlich schlecht. Und die Ausführungsdauer eines BIM-Hochbauprojekts sind etwa Monate, im Tiefbau sind es Jahre. Die Planungseinheit, das sind Tage. Also wenn man auf die Baustellenplanung, da macht man ein Microsoft Project auf Tagesbasis, im Tiefbau arbeitet man mit Wocheneinheiten. Im Hochbau ist die Improvisation mit dem BIM, verschwindet die hoffentlich je länger, je mehr. Im Tiefbau
wird die wohl noch lange aufrecht bleiben, weil man geht davon aus, dass alle Planungsunsauberheiten auf der Baustelle schon irgendwie ausgewischt werden, was heute auch tatsächlich der Fall ist. Also die Leute auf der Baustelle, die denken mit und das klappt nicht schlecht. Die Planung im Hochbau ist 3D, elementbasiert 4D und 5D, da ist alles schon da. Im Tiefbau würde ich jetzt mal sagen, das höchste der Gefühle ist 2,5D. Im Hochbau, da gibt es eigentlich die Bauherren und Generalunternehmer, die planen. Im Tiefbau gibt es wohl eher nur einen Bauherr. Und die aktiven Teilnehmer in einer Hochbaukonstruktion sind Architekt, Haustechniker, Bauingenieur und diverse Spezialisten, währenddem es eigentlich im Tiefbau der Bauingenieur ist und fertig. Der hat vielleicht auch Spezialisten, aber es gibt eine Instanz, die praktisch alles plant und die das macht. Und der Bauunternehmer, der führt einfach aus. Da sieht man, das sind riesige Unterschiede. Eine weitere Geschichte ist, dass auf dem Hochbau die ganze Level of Detail, das hat sich langsam durchgesetzt, dass man sieht, man hat ein Level of Detail 100, ein Level Detail 200 und 300 mit steigender Detailgenauigkeit. Dann gibt es irgendwo den Level of Detail 400. Im Tiefbau kann man sagen, wenn man die Bauingenieure zum Beispiel ein Querprofil alle 50 Meter zeichnen, könnte man sagen, so ein Querprofil könnte LOD 300 sein. Das ist aber genau dort, wo man den Schnitt gemacht hat. Bis zum nächsten Querprofil hat man nichts. Oder LOD 100 vielleicht, oder? Aber von LOD 400 sind wir da noch relativ weit weg. Und darum sieht man diese Unterschiede. Ich wollte bei dieser Gelegenheit mal noch schnell zeigen, wie bei uns also im Hochbau, wie das aussieht. Wir haben da eine IFC-Datei, wenn wir die aufstarten, dann sieht man, da werden die Daten eingelesen, da kommen 3D-Daten daher. Und da ist also, das ist wunderschön, was da alles passiert. Wenn ich jetzt diese Datei anschaue, kann ich hingehen und sagen, ich möchte die Baumstruktur vom IFC sehen. Diese Baumstruktur, ein bisschen nebendran, da sieht man wunderschön, das ist zuerst mal ein Projekt. Im Projekt drin hat es ein Gelände, auf dem Gelände hat es ein Bürogebäude, auf dem Bürogebäude haben wir unsere Obergeschosse, also die Geschosse, eben die Stories. Wenn ich da reingehe, dann sehe ich, was ich da alles habe. Ich habe zum Beispiel 29 Wände. In der Wand drin habe ich da irgendwo eine Tür, in der Tür habe ich noch eine weitere Tür und so fort. Also das ist eine Baumstruktur, die sich liest wie ein Buch und die glasklar ist. Das ist eine super gute Struktur, die funktioniert und mit dem kann man leben. Und also sehr gut sogar. Und weiterhin kann ich auch noch hingehen und sagen, ich möchte gerne Ausmaße anschauen. Wenn ich bei einer solchen Datei auf Knopfdruck meine Ausmaße berechnen lasse, dann nachher sieht man hier, dass da Ausmaße kommen. Das ist strukturiert, was ist eine Decke, was ist eine Wand, da stehen schon Kubikmeter da. Also da kommt eine Information daher, die per PDF einfach nicht da ist. Und das ist eigentlich eine ganz neue Welt, wenn man 3D-Daten hin und her schieben kann. Und wie man hier sieht, im Hochbau ist das jetzt praktisch angekommen. Ich würde jetzt mal sagen, in der Schweiz sind wir da im Vergleich zum Ausland noch ein rechtes Stück hinten drein. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es seit 2018 ein Gesetz, das heißt, öffentliche Bauten müssen mit BIM ausgeschrieben werden. Soweit sind in der Schweiz, glaube ich, noch nicht. Es wird vielleicht noch einen Moment gehen, aber wie auch immer, wir sind da, wie hieß es vorher, wir sind kein Trendsetter, wir sind Slow Follower. Voilà. Ja, wir sind Slow Follow. Das sind die anderen. Ihr seid slow. Wir sind Slow Follow. Ja. Gut. Aber das ist einfach zum Mal schauen, wie jetzt so eine Hochbaugeschichte aussieht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Also jetzt kommen wir wieder zum Tiefbau zurück. Und zwar da, ja. Warum ist BIM im Tiefbau zurückgeblieben? Der Grund ist ganz einfach, die 3D-Modellierung ist eben sehr schwierig. Das ist viel, viel schwieriger als im Hochbau, wo man doch strukturierte Wände und Decken hat.
Es ist allerdings so, 3D-Modellierung, das gibt dann noch verschiedene Spielarten. Ich finde, dass im Tiefbau die 3D-Modellierung bis jetzt nicht stattgefunden hat, finde ich etwas, das ich praktisch nicht nachvollziehen kann, warum das nicht stattfindet. Es ist ein Aufwand, das ist klipp und klar, aber er wurde bis jetzt eigentlich nicht gemacht. Wenn ein Architekt vor der Öffentlichkeit ein Projekt vorstellt und kein 3D-Modell mitbringt, dann wird er heute ausgelacht. Im Tiefbau gibt es das praktisch nicht. Das führt zu solchen Situationen, die wir vor 3 Jahren in Burgdorf erlebt haben. Da ist für 400 Millionen eine Umfahrungsstraße geplant worden. Da war eine Vorstellung für die Burgdorfer Bürger. Die kamen da alle und da war der Vertreter, der Bürgermeister war da. 2 Vertreter vom Kanton waren da. Die Vertreter vom Kanton haben gesagt, 400 Millionen ist viel Geld. Eigentlich wären wir lieber, wenn wir es gar nicht bauen würden. Und der Vertreter vom also der Bürgermeister hat das Projekt vorgestellt und hat aufgrund halt von einem 2D-Plan gesagt, dahin beim Tennisplatz gibt es halt eine Aufschüttung von 10 Metern. In Wirklichkeit war es ein Einschnitt. Der hat einfach plus minus verwechselt. Aber was wollen wir von einem Bürgermeister verlangen? Der kann keine Pläne lesen. Wenn man jetzt aber sich vorstellt, dass bei 400 Millionen Projekten einfach da 10 Meter rauf oder 10 Meter runter verwechselt werden, würde ich meinen, es würde vielleicht ein 3D-Modell eben doch rechtfertigen. Und ich versuche unsere Kunden seit 15 Jahren zu überzeugen, alles 3D zu machen und das Resultat ist etwa null, weil die sagen, es wird nicht bezahlt. Das ist ein Argument, da kann man schwer dagegen ankämpfen. Allerdings gab es eine einzige Ausnahme bisher von meiner Sicht aus. Wir hatten einmal im 2011 vom Astra den Auftrag, die Osttangente in Basel 3D zu modellisieren. Und die Kunden selber waren da auch nicht genügend sicher, das zu machen. Eine Sekunde, wo ist da? Ist das da? Und haben den Auftrag an uns gegeben, dass wir einfach einmal so ein Modell machen. Hier sieht man dieses Modell. Seit 2011 sind jetzt immerhin schon 7 Jahre durchs Land gegangen und inzwischen sind wir in der Lage, alle unsere Projekte, alle 3D-Projekte auch im Web zu zeigen. Also wie man hier sieht, bin ich da im Google Chrome und das ganze Ding ist im Web, das kann jeder von euch auf dem iPhone, wo er auch immer will, kann er das anschauen. Da sieht man, hier sind wir da in Basel und ja, für alle Fußballfans, das wäre das ehemalige Nonplusultra vom Schweizer Fußball. Da vorne dran haben wir doch... Jetzt hier, wenn man dieses Projekt einmal anschaut, wir haben nicht nur das Projekt 3D erstellt, sondern wir haben auch das, also die Ist-Zustand haben wir einmal 3D erstellt und wir haben nebendran noch das neue Projekt 3D dargestellt, wo man sieht, dass das neue Projekt sah etwa vor von dieser Osttangente, dass die jetzige Autobahn, die zweispurig in eine Spur gewechselt wird und nebendran kommt eine neue Brücke und eine neue Spuren. Und hier kann man sehen, bis an den Badischen Bahnhof, wie dieses ganze Projekt sich ausgewirkt hätte. Man sieht dann allerdings eben auch, dass hier an dieser Stelle da das neue Projekt relativ nahe an Häusern vorbeiging, worauf unsere Basler Regierung gesagt hat, dann ist ja das ganze Quartier nicht mehr brauchbar und sind alle im 2011 nach Bern gerannt und haben durchgesetzt, dass ein Planungsstopp durchgesetzt wurde, da durfte nicht mehr geplant werden, weil die sagen, wir wollen eine Autobahn unter dem Rhein durch, das kostet zwar 2 Milliarden mehr, aber da der Bund zahlt, ist uns das wurscht, wir wollen das einfach und in Zürich haben sie auch eine Eisenbahn unter der Linde bezahlt, dann sollen sie uns das auch bezahlen. Im Moment ist das so, dass das Ganze, es gibt jetzt so eine Teillösung, die möglicherweise kommt, aber im 2035 und wie bis dann das weitergeht, das wissen die Götter, weil, naja. Aber gut, wie auch immer, wir haben das im 2011 schon gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist, 3D-Modelle zu machen. Und der Punkt ist einfach, wenn man mal dieses Projekt anschaut, muss man zugeben, das Projekt das war eine Visualisierung, das war also kein BIM, weil da ist keine, wir haben geschaut, dass es gut aussieht und Quantitäten und so, das wäre da eigentlich nicht, ist da nicht zur Diskussion gestanden.
Gut, wenn wir jetzt mal ein Stück weitergehen und sagen, wie sieht jetzt das BIM im Tiefbau aus? Wenn man einen Straßenbau macht, dann macht man zuerst eine Horizontalachse, nachher macht man eine Vertikalachse, nachher definiert man Normalprofilpunkte, aus dem ergibt sich Querprofile und aus dieser ganzen Geschichte kann man dann ins 3D rüber. Das Problem beim Straßenbau ist, dass einfach jede Mauer oder also enorm viele Elemente da sind, die sich dieser Achslogik entziehen. Man muss also erstens einmal viel kompliziertere Elemente als im Hochbau und dann kommen sie nicht mal aus der Achse raus. Und das führt dazu, dass halt eben momentan man aus dem Straßenbau das rauslässt, was man kann und nachher macht man im Querprofil eben alle 50 Meter wird danach gebessert. Und ich habe schon vor 3-4 Jahren mal die Idee gehabt, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn man auf den nachgebesserten Querprofilen, die gezeichnet sind, wieder ins 3D gehen würde. Und das ist der Ansatz, den wir jetzt konsequent verfolgen. Wir wollen schauen, dass man im Querprofil x-beliebige Sachen zeichnen kann und mit dem wieder ins 3D kommt. Und da kann ich jetzt mal zeigen, das haben wir an ein paar Beispielen schon durchgespielt und ich bin überzeugt, das ist der einzige Weg, der da in die Zukunft führt. Und da ich von alternativen Software bisher noch nicht gehört habe, dass sie diesen Weg auch verfolgen, hoffe ich, dass wir mit dieser Optik auch eben international bestehen können und in 5 Jahren vielleicht immer noch da sind. Gut, dieses Projekt, das ich da vorstellen will, das ist das Projekt, das ist eine Zubingerstraße in Asch. Man sieht, da oben sieht man ein Gebäude, also ursprünglich war vorgesehen, dass von diesem Kreisel vor 30 Jahren wohl verstanden, dass da eine Seitenstraße unter der anderen Straße durchgeht und dass man dann seine Zubringerstraße macht. Das war vor 30 Jahren, ist das vorgesehen werden und jetzt sind sie es am Ausführen, oder? 30 Jahre ging es auch ohne. Und wenn ich jetzt da die nächste Geschichte anschaue, hier bei diesem Projekt, also ich kann vielleicht erstmal noch mal schnell zeigen, das Straßenbauprojekt, das dem entspricht. Hier sehen wir das Projekt im Grundriss mit dem Längsprofil und Querprofil. Und dieses Projekt, wenn man in die Querprofile reinschaut, dann sieht man hier oben, das ist ein Querprofil, wie es eben aus dem Straßenbau rauskommt. Das ist das, was sich ergibt. Wir haben eine Straßenbreite, wir haben eine Neigung, wir haben sogar Randelemente, können wir definieren und wir haben auch schlussendlich eine Böschung links und rechts. Das ist das, was man aus dem Straßenbau herausbekommt. Wenn man jetzt mal schaut, was der Ingenieur schlussendlich für ein Querprofil gezeichnet hat, dann sieht man, dass er neben diesen Straßeninformationen da noch eine Mittelinsel von Hand gezeichnet hat. Das geht 10-mal schneller, als es im Straßenbau definieren. Und dann sieht man, da hat es links und rechts hat es jede Menge Sachen, wie zum Beispiel Stützmauern, die man einfach im Straßenbau aus der Achslogik heraus nicht zeichnen kann. Das ist einfach ganz unmöglich. Und das ist die Grundlage. Und von der oberen, von diesem Querprofil oben kann man per Knopfdruck eines 3D-Modell kriegen und von unten, heute Stand heute eben nicht. Und darum, weil das so schwierig ist oder nicht geht, gibt es keine 3D-Modelle und wenn es keine 3D-Modelle gibt, gibt es kein BIM. Wenn ich jetzt hier mal schaue, wie das da aussieht, im Straßenbau, wenn ich jetzt da so ein Querprofil anschaue, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe da hier habe ich das Profil, das wir vorher gesehen haben, das Querprofil 2, haben wir sogar auf Basis, also in dem Moment ging es noch um Planung, das war die Präzision jetzt noch nicht so wichtig, auf den Millimeter genau, da habe ich auf dieses Bild habe ich das Querprofil drauf gezeichnet. Und da sieht man, also wenn ich das mal wegmache, ich habe da zur Straße habe ich da eine Wand, eine Stützmauer und eine Stützmauer. Das sind die drei Elemente, die ich da gezeichnet habe. Und zwar habe ich die von Querprofil zu Querprofil gezeichnet. Das geht nicht sehr lange. Man kann auch interpolieren. Das Programm interpoliert zwischen Querprofilen, wenn man das nicht will. Und das Resultat sieht man hier. Jetzt muss ich da mal schnell schauen. Das Resultat, also hier sieht man wieder die ganze Straße. Und wenn ich hier zoome, dann sieht man hier auf der linken Seite habe ich eine blaue Mauer.
Und ich glaube, so war, es war so, das Querprofil. Rechts habe ich auch eine Mauer und links habe ich eine Mauer. Also ich bekomme diese Elemente und wir rechnen das 3D-Modell von Querprofil zu Querprofil. Und mit dieser, und dann haben wir noch das PDF auf die Straße geklebt. Mit dieser Technologie bekommen wir ein 3D-Modell, das sehr schnell da ist. Und Präzision ist natürlich nicht ausführungsgerecht, aber planungsgerecht ist sie allemal. Und man hat hier auch Quantitäten, alles, was man sich da wünschen kann. Und ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich hoffe, dass mit dieser Technologie das BIM auch im Tiefbau salonfähig wird. Und eben, wie war das Trendsetter und Fast Follower? Also im Hochbau sind wir Follower, aber im Tiefbau wollen wir Trendsetter sein. Ist fertig? Ja. Zwei Minuten. Drei. Okay, also. Aber gut, also das Wichtigste habe ich gesagt. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Hier haben wir also die Erklärung, wie wir im Tiefbau in die Zukunft zu gehen gedenken. Eine Sache vielleicht noch schnell, trotz allem. Wir haben hier, wenn es dann weitergeht, haben wir die Möglichkeit, die Kunstbauten von einem 3D-Programm einzulesen. Also hier habe ich die Kunstbauten absolut korrekt drin. Mal schnell schauen, was ich da. Und also das sind die Kunstbauten und da sieht man auch Kunstbauten. Also Wände im Tiefbau sind viel, viel komplexer als Wände im Hochbau. Und der letzte Punkt, das ist die Überleitung zum nächsten Vortrag. Hier kann ich auch hingehen und sagen, ich möchte gerne schon Daten, ich möchte gerne Kubaturen und so fort auslesen. Aha, jetzt habe ich die, Moment, ich muss die Kunstbauten, die richtigen ausblenden, sonst sieht das komisch aus. Voilà. So, hier sieht man, hier habe ich auch wieder Daten. Ich habe für alle Elemente, habe ich neben der Kubatur, habe ich noch eine Länge. Ich habe diverse Daten, auf die man dann aufbauen kann. Ich habe vor allem hier auf der linken Seite schon einen CAB-Code, das wird dann der übernächste Vortrag sein. Solange bis die IFC so weit sind, dass sie uns eine Struktur geben, haben wir gesagt, die nächsten Jahre schon arbeiten wir mit der CAB-Struktur, die es auch noch nicht offiziell gibt, aber die bis in zwei Wochen oder so sollte es soweit sein. Und dann hoffen wir, dass die IFC die CAB-Struktur übernimmt. Und der nächste, ja, und das geht dann mit dem CAB weiter.